So, dala, und da sind wir auch schon wieder zurück. Ich habe in der nächsten Folge, musste feststellen, es sind nicht zwei Folgen, die ich schon habe, sondern drei Folgen, bedingt auf der Zeit, die ich am Anfang nicht auf dem Timer hatte. Macht aber auch nichts und meine Festplattenkapazität gefällt mir mehr als gut, was die veränderten Einstellungen angeht. Dementsprechend mal gucken, vielleicht kann ich ja heute noch ein bisschen mehr aufnehmen. Und jetzt will ich... Das ist der... Spinnen. Spinnen. Ich hasse Spinnen. Ich hasse Spinnen. Ich hasse Spinnen. Boah. Es läuft mir schon wieder eiskalt den Rücken runter. So. Aua. I. Ah, Boni, endlich was freigeschaltet. Ja, Lady Katharina soll Wicht lernen. Zack. Wow, 10 Punkte. Also bitte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und einen auf Glück. Und zwei Fertigkeitspunkte. Menschenskinners. Das ist ja hier wie Weihnachten. Angriffsrate von Helsing. Verleiht Katharina das Angriffen. Chancen. Erhöhen wir unseren physischen Schaden. Zack. So. Haha. So. Schmeckt meine Klinge, elende Bastarde. Boah. Krasse Scheiße. Nein, nein, auf! Geh weg! Geh weg! Ja, da hat sie die Katharina schon mal wieder gelegt. Ein Rotzeier. Ja. Geh weg. Nee. Müssen die hier so hordenweise auftreten? Aber das mit dem für jeden Kill Mana hat sich echt gelohnt, muss ich sagen. So, habe ich jetzt alle? Scheinbar. So, ran hier. Na, geht doch. Wird doch langsam echt besser. Moment, warten. Bis unsere Lady sich wieder einigermaßen hochgeheilt hat. So, ihr Elenden. Na, komm schon, gib um, gib um, gib um. Ist doch das Inventar gleich wieder voll hier. Ihr lässt meine Lady zufrieden. Ich glaube, wo das häkelt. Uah. Elendes Viehzeug. Ja. Ja.
So da la. Giftigit. Tja, hier wieder. Oh, hallo Jungs. Habt ihr mich etwa im Trigger? Könnt ihr mich nicht erreichen? Kann ich euch erreichen? Leider nein. Wie unschön. So, hier kommen hier immer mehr, hier kommen hier immer mehr. Es ist ja echt ein bisschen. Ja. Aber in jedem solchen Spiel muss es einfach ein Spinnenlevel geben. Das ist nun mal so. Ja. Huh? Ui, 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 was ist denn hier los? Hier bin ich doch schon mal lang gegangen. Wo kommen die denn auf einmal alle her? Eine Kiste! Gold! Ja, bin ich gekonnt daran vorbeigelaufen, ohne das auszulösen. So. Ein Bauernknecht. So, dann schauen wir mal hier. Bin mir sicher, hier kommt auch gleich noch was runter. Ach, da sind sogar noch welche. So. Oh Gott. Habe ich das gerade. Oh Gott. Der Albtraum meiner schlaflosen Nächte. Da bleibe ich schön auf Distanz. Regel Nummer 1 bei Spinnen, gehen niemals direkt in den Nahkampf. Oder, ach was soll's. Komm ran hier, elendes Mistvieh. Na ja, klar. Gehst in den Nahkampf, hast du gleich einen ganzen Arsch voll auf der Hacke. So, zack. Fassen wir ihr mal kostenlosen Schaden. Kriegen direkt noch ein Level-Up dabei. Verprellen ihren Kleinen dabei auch gleich noch welche. Und weg haben wir sie. Das war einfacher, als ich erwartet hatte. Muss ich an dieser Stelle ehrlich gesagt zugeben. Jo. Ja. Arachnides Gelumpe. Puh. So. Gucken wir doch mal in die andere Richtung. Ja, ich bin ein wenig konfus beim Erkunden von solchen Höhlen, aber ich möchte gerne alles mitnehmen. So. Nichts auslassen. Ich bin da so.
Ach Gott. Hordenweise das Mistzeug. Ja. Jetzt wäre ein Feuerschuss gar nicht mal so schlecht. Das hast du dir gedacht. So. Elendes Gezuppel hier. Nicht wieder da drin stehen. Oh, jetzt kommt auch noch Area Damage. Hä? Eine Königin? Nicht mit mir, meine Liebe. Nicht mit mir. Zack. Und weg. Du auch. So. Da, wo die Spinne hier. Und unsere Lady hat auch einen Stufenaufstieg. Way. So. Das geht hier ja wieder Schlag auf Schlag. Die nächsten zwei Fertigkeitspunkte, die wir zu vergeben haben. Ah, packen wir die mal drauf. Physischer Schaden. Oh, ich glaube, hier gehen wir mal wieder ein wenig in Verteidigung. Und in ihre Fähigkeit zu lähmen, weil das ist äußerst hilfreich. So. 1, 2, 2. So. Wie sieht's eigentlich inventartechnisch bei uns aus? Mal gleich mal, ob wir wieder was umlagern müssen. Boah. Boah. Haufen so. Aber unsere Zauberkraft würde sinken, aber wir würden mehr Lebenspunkte und mehr Mana bekommen. So, hier direkt mal gucken. Worauf wirkt sich denn unsere Zauberkraft? Zauberkraft beeinflusst die Stärke deiner Zauber. Je höher dieser Wert, desto wirkungsvoller werden sie. Ist das ein Zauber? Es braucht Mana, aber eigentlich... Der Zauber verstehe ich eigentlich eher sowas hier hinten. Strahl der Zerstörung. Uiuiuiuiuiuiui. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Wow. Was steht hier? Gesundheit. 10. Punkte verteilen. Jetzt haben wir den schon mal. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Was haben wir hier? Ein zusätzliches Ziel. Von einem Hieb betroffen. Machen wir doch direkt mal das. So. Weil den benutzen wir ja doch relativ häufig. Jetzt verbraten wir da zwar auch ein bisschen mehr Mana bei. Aber es sollte trotzdem noch genügend vorhanden sein. Jetzt auf die Karte geguckt. Ja, müssen hier definitiv weiter. Die schon wieder. Da hätten sich die Spinnen aber wirklich mal ein bisschen mehr Mühe geben können, die auszuräuchern. Mein lieber Mann. Klar. Patrouillen hier auch. Angriff! Hui! Suspicious Citizen? Seit wann bin ich hier ein Einwohner? Könnte ich mich nicht dran erinnern. Fortschritt und Wissenschaft, da wäre ich ja auch für, aber nicht so. Wirklich.